Geschichte zum Anfassen, das sind Bauwerke. Geschichte zum Leben, das sind Bauwerke, die heute noch mit ihrer ursprünglichen Bestimmung genutzt werden. Wie das Haus der Jugend in Zeitz. Wir sehen hier eine Ausstellung zu 100 Jahre Jugendhaus Zeitz. Es ist 1915 fertig geworden als Richard Neder Jugendheim. Und es ist 100 Jahre lang genutzt worden von der Stadt für die Jugend. Ein Ort zum Spielen, zum Theaterspielen, zum Musizieren, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zum Sporttreiben. Das Haus wurde damals konzipiert, nicht nur als Turnhalle, es war ein gemischter Saal, ein Fest- und Turnsaal. Und hier oben sind Räume zum Basteln gewesen, Beratungszimmer. Und unten im Haus gab es zwei Spielzimmer. Und es ist beeindruckend, dass auch 100 Jahre danach noch das Haus so genutzt wird, wie es Richard Neder in der Stiftungsurkunde bestimmt hat. Also für die Jugend, Politik musste draußen bleiben. Und daran haben sich auch alle gehalten durch drei Systeme hindurch. Da bin ich stolz drauf, dass das die Stadt weiter betrieben hat. Die kurzfällige Ausstellung zur Geschichte des Gebäudes kann jederzeit angeschaut werden. Ein weiteres Haus aus der Neder-Dynastie, bei deren Aufarbeitung der Geschichte Sie mithelfen können, ist Thema in der kommenden Sendung.